Richard Wagner ließ sich von Pirna und der Region inspirieren. Gleiches erhofften sich auch die Verantwortlichen der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna und begrüßten ihre Gäste im Graupaar Jagdschloss. Eine wohnungswirtschaftliche Delegation aus Nordrhein-Westfalen machte sich vom Wagner-Museum aus auf den Weg und besichtigte die Stadt Pirna. Erste Station war das Wohngebiet Pirna-Sonnenstein. Ja, wir freuen uns über diesen Besuch einfach. Das sind Landtagsabgeordnete, Bankvorstände, Geschäftsführer von Wohnungsgesellschaften, Vertreter des Bauministeriums aus Nordrhein-Westfalen, also unsere Fachkollegen, wichtige Partner. Und wir freuen uns, dass sie kommen. Der Besuch musste zum Beispiel wegen Hochwassers mehrfach verschoben werden. Und deshalb sind wir froh, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Schon seit Jahren pflegt die WGP den Kontakt zum Wohnungsverband in Nordrhein-Westfalen. Vom regelmäßigen Erfahrungsaustausch profitieren beide Seiten, verrät WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible. Im Wohngebiet Pirna-Sonnenstein sorgte vor allem die Frage des Rückbaus für Gesprächsstoff. Da ist durchaus ein wesentlicher Unterschied, weil eben durch die Altbestände hier, die im Prinzip da standen, aber dann abgerissen werden konnten, über die Abrisskosten, das sind die reinen Abrisskosten, die dann auch über Stadtumbau ja gefördert wurden, während bei uns es nicht nur um die Abrisskosten geht, sondern die Wohnungsunternehmen haben die Gebäude noch mit Buchwert, also mit Werten in ihren Büchern, in der Bilanz stehen. Und bei uns eben die große Frage, wenn man abreißt, stellt man praktisch diese Bilanzwerte auf Null. Ne? Und das ist bei uns ein großes Problem, was auch ein Unterschied zu hier dann ist. Ne? Deswegen sind sie hier auch wesentlich weiter beim Punkt Abriss und Rückbau. Das Beispiel Pirna zeigt, wie mit den gewonnenen Freiflächen umgegangen werden kann. Vom Projekt der Sonnensteiner Höfe waren die Gäste angetan. Zumal die Entwicklung von Wohnquartieren auch in Nordrhein-Westfalen eine immer größer werdende Rolle spielt. Auch sonst ähneln sich die Problemfelder: Wohnungsleerstand im ländlichen Raum, Wohnungsmangel in den Ballungsgebieten. Damit einher geht die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Die Mieten steigen und sind für viele nicht mehr finanzierbar, gerade in Ballungszentren. Deshalb gucken wir ja ein bisschen jetzt nach den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Was da am Ende endgültig rauskommt, kommt eine Mietpreisbremse. Bei Neuvermietung kommt die nicht. In welcher Form kommen sie? Gibt es mehr Mittel für Städtebauförderung? Da ist ja einiges im Gespräch jetzt. Und wir hoffen, dass eben durch Entwicklung auf Bundesebene dann nochmal ein neuer Schub kommt. Vom Sonnenstein in die Altstadt. Viele Gäste der Delegation kannten Pirna bisher nur aus den Medien. Bei einem kurzen Stadtrundgang sollte sich das aber ändern. Und nicht wenige waren von Pirna angetan. Das ist eine tolle Überraschung. Das ist eine wunderschöne Stadt. Kannte ich vorher gar nicht, obwohl ich hier schon in der Gegend war. Und ich bin echt von den Gebäuden, von der ganzen Stadt beeindruckt. Das ist wirklich schön. Ich komme noch mal wieder, auf jeden Fall. Was mit Wagner begann, wurde mit Tetzel beendet. Die wohnungswirtschaftliche Delegation aus Nordrhein-Westfalen erfuhr binnen weniger Stunden viel über die Stadtentwicklungsprojekte in Pirna. Und so leistete die WGP ganz nebenbei einen kleinen Anteil am Stadtmarketing für Pirna.